Dann schauen wir mal so auf das Battle. Es geht um die beiden Hauptprotagonisten, Leon Bergmann und Leon Gawanke. Da sehen wir also beide in der Starting Six, schauen sich nochmal an. Und dann ist es also losgegangen. Und man hat das immer wieder gemerkt. Da treffen sie das erste Mal aufeinander. Von daher, man hat sich immer wieder im Blick gehabt. Wir haben dann auch irgendwann gesehen, die Scheibe war draußen. Yannick Villieu ist dann da nochmal hingefahren und hat gesagt, Mensch, du bist doch der Kumpel vom Leon, da wollte ich dir nochmal Hallo sagen. Und am Ende gab es dann auch nochmal eine Begegnung zwischen Leon Bergmann direkt und Leon Gawanke. Und vielleicht können wir es ja mal von vorne so ein bisschen aufrollen. Es gab also diese Szene in Mannheim von Leon Bergmann, Matthias Binder. Fangen wir damit erstmal an, bevor wir dann über die Posts reden, was dann passiert ist. Wie kam das bei Ihnen an, als das passiert ist? Da muss mal das Thema losgelöst sein. Das hat überhaupt nichts mit Adler Mannheim gegen die Eisbären zu tun, was in Mannheim passiert ist. Sondern man muss da ein bisschen ausholen. Der Leon hat bei uns einen Vertrag gehabt, war gefühlt alle drei Monate mit seinem Agent bei Mühlenburg gesessen, hat diesen Wunsch geäußert. Der letzte Wunsch war damals, wegen familiären Gründen nach Iserlohn zu gehen. Und wir haben alle diese Wünsche erfüllt. Und deswegen war diese Aktion, die Lien auf dem Eis gemacht hat nach seinem Tor, die war nicht respektvoll unserem Verein gegenüber. Das gehört sich nicht. Und das ist auch eine Charakterfrage, sage ich mal. Das sind harte Worte, aber dazu stehe ich, dazu steht der ganze Verein. So was macht man nicht nach dieser Vorgeschichte, die Lien in Mannheim gehabt hat. Und das hat überhaupt nichts mit den Eisbären zu tun. Ja, deswegen fragen wir auch nach, weil wir es so ein bisschen mal auflösen wollen. Wenn es dann diese spezielle Beziehung gab zwischen den Mannheimern und Leon Bergmann in der Vergangenheit, können Sie es dann auch ein bisschen nachvollziehen, Thomas Bodstede, dass man, ich sag mal, ein bisschen angenervt ist in Mannheim darüber? Ich glaube, man muss auch das ein bisschen differenzierter sehen. Also ich kann dazu nicht sagen, was mit Leon und Mannheim und Matthias, wer bin ich, da kann ich mich nicht zu äußern. Dass die Zuschauer so reagieren, ja, klar, das ist schon okay. Ob man dann was alles danach voll zu machen muss, das ist eine andere Frage. Dann schauen wir da gleich mal drauf. Also es gab dann nach dieser Szene, nach der Aufregung über den Jubel von Leon Bergmann, gab es dann also diesen Post der Eisbären hier. Also ich kenne Sie jetzt ja auch schon ein bisschen länger und auch Ihre Organisation. Das ist natürlich nicht alles bierernst gemeint, aber wenn es natürlich die Vorgeschichte gibt, reagiert man vielleicht auch ein bisschen sensibel in Mannheim darauf. Man wollte sicherlich amüsant darauf hinweisen, weil er ein Zeichen gesetzt hat für die Mannschaft, dass es jetzt nochmal ein Sondertrikot gibt mit einem Puck und einem Sonderpuck. Naja, das machen wir auch die ganze Saison schon mit bestimmten Dingen. Und das war mit dem Augenzwinkern, selbstverständlich. Und wir sind niemanden angegangen. Wir waren hoffentlich nicht respektlos den Adler Mannheim gegenüber, sondern das war einfach eine Merchandise-Aktion von uns. Und darauf, Matthias Binder, musste man natürlich in Mannheim reagieren und hat sich dann das hier einfallen lassen, dass man also die Chance bekommt, weil jeder macht ja mal einen Fehler, das Trikot, sollte man es damals erworben haben, von Leon Bergmann zurückzugeben. Und dafür bekommt man dann einen 25-Euro-Gutschein. So ist das, ja. Wer hatte denn die Idee? Ja, wir gemeinsam als Organisation haben die Idee gehabt. Die Eisbären, das ist vollkommen legitim, was sie gemacht haben. Das müssen sie machen, wenn ein Spieler ein Game-Winning-Goal schießt. Ich denke, das ist vollkommen legitim. Aber ich wiederhole mich. Wir haben eine ganz andere Story dahinter. Der hat damit sehr verletzend unsere Fans beurteilt und unseren ganzen Club. Und das bei dieser Vorgeschichte. Da haben wir einfach diese Steilvorlage, die zu Recht aus Berlin kam, haben wir einfach aufgenommen und haben auch unsere Aktion daraus gemacht. Jetzt gibt es ja ein paar, die sagen, naja, Trikot kaufen ist was anderes als Trikot zurückgeben. Ich merke auch, Sie wollten auch Leon Bergmann, glaube ich, ein bisschen wehtun. Ich sehe es so ein bisschen in Ihrem Gesichtsausdruck, dass es Sie auch persönlich so ein bisschen getroffen hat. Haben Sie denn auch ein besonderes Verhältnis zum Leon privat dann gehabt in der Zeit? Nee, überhaupt nicht. Das betrifft mich auch persönlich gar nicht. Das ist einfach eine Sache des Respekts. So was macht man einfach nicht, wenn der Verein einen zwei Jahre gefördert hat und jeden Wunsch eigentlich erfüllt hat. Damit ist das Thema auch für mich beendet und wir sollten das auch nicht überbewerten. Es gibt in der Serie sicher wichtigere Dinge, wie Lien Bergmann jetzt da ständig hoch und runter zu spielen. Dann bedanke ich mich erstmal für das Thema. Lass uns noch ein bisschen über schöne Dinge reden im Eishockeysport. Nämlich über, oder wollen Sie noch was sagen? Ja, okay. Ich würde schon gerne noch was dazu sagen, weil das ist das eine, was der Spieler macht, die Aktion, dann ist das andere die Reaktion. Und da bin ich dann schon ein bisschen anderer Meinung, wenn man als Club offiziell, und sowas habe ich tatsächlich noch nie gesehen, dass ein Club offiziell so etwas postet und dann tatsächlich gegen einen Spieler geht. Ich
kannte die natürlich die Vorgeschichte nicht. Aber das finde ich dann schon ein bisschen heftiger. Und das wiederum können wir natürlich und werden wir auch nicht auf Leon sitzen lassen. Also unabhängig davon, dass ich dir recht gebe. Und wir sollten das jetzt auch beenden. Die Art und Weise finde ich nicht in Ordnung. Und dazu stehe ich halt auch. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag mal. Es haben ja sowohl der Leon als auch der Leon Geldstrafen bekommen. Ja, doch, haben sie. Habe ich auch gehört. So, also wir spenden jetzt erstmal pro verkauftes Trikot von Leon 10 Euro für einen guten Zweck, pro Puck 2 Euro für einen guten Zweck. Und wir werden die Geldstrafe, da werden wir beide vielleicht noch mit der DL mal sprechen, hoffentlich für einen guten Zweck spenden. Wenn nicht, packt Leon die Summe noch mal drauf und spendet sie für einen guten Zweck. Das finde ich eine gute Ansage. Finden Sie es auch gut, Herr Winder? Ja, wir überlegen uns was zusammen, aber ich finde den Hintergrund, und er hat es am Anfang gesagt, er kann sich zu der Situation in Mannheim nicht äußern, deswegen sollte er es nicht machen, weil er war nicht dabei in den letzten 2 Jahren und deswegen alles andere machen wir hinter den Kulissen. Die DEL Playoffs live bei Magenta Sport.